Der Kreml-Kritiker Wladimir Karamursa ist in Moskau zu 25 Jahren Haft verurteilt worden. Nach einem Prozess hinter verschlossenen Türen gab das Gericht bekannt, dass der Oppositionelle des Hochverrats, der Verarbeitung von Falschinformationen über die russische Armee und der illegalen Arbeit für eine so wörtlich unerwünschte Organisation schuldig sei. Im Ausland wurde das Urteil mit Empörung aufgenommen und die umgehende Freilassung des Oppositionellen gefordert. Die Europäische Union hat den Fall von Herrn Wladimir Karamursa natürlich sehr genau verfolgt. Wir verurteilen das unverschämt harte Urteil aufs Schärfste, da er aus politisch motivierten Gründen zu 25 Jahren Gefängnis verurteilt wurde. Das ist inakzeptabel. Das ist ein weiterer Beweis dafür, dass die russischen Behörden die Justiz politisch missbrauchen, um Druck auf Aktivisten, Verteidiger der Menschenrechte und alle Stimmen auszuüben, die sich gegen den illegalen Angriff Russlands gegen die Ukraine wenden. Der 41-jährige Karamursa leidet an einer Nervenkrankheit, die nach Angaben seines Anwalts durch zwei Vergiftungsversuche in den Jahren 2015 und 2017 ausgelöst wurde. Sein Zustand hat sich im Gefängnis verschlechtert und Karamursa war teilweise zu krank, um an seinen Anhörungen teilzunehmen. Auch die Bundesregierung kritisierte das Urteil gegen Karamursa aufs Schärfste und fordert seine sofortige Freilassung.